Hey Leute, es ist Samstag, my time. Ich wollte eigentlich mit meiner Kamera wieder aufnehmen, aber irgendwie ist etwas sehr Komisches passiert, denn ich habe ein Video aufgenommen und mitten in dem Video sagte es Speicherkarte voll und dachte ich mir, ja, lösche ich halt den ganzen Scheiß runter. Habe ich gemacht, sie ist leer und sie sagt immer noch, dass sie voll ist. Also ich habe keine Ahnung, anscheinend mag mich die Technik heute nicht. Aber hauptsächlich, es gibt ein Video, zwar ein bisschen schlechterer Qualität, aber ihr könnt mich sehen, ihr könnt mich hören, das ist alles, was zählt. Los geht's. Heute geht es um das Thema, wie man so mit Tiefphasen, Depressionen, vielleicht auch in die Richtung Aggressionen umgeht. Bei mir ist es so, in letzter Zeit hatte ich eigentlich weniger, beziehungsweise fast nie Tiefphasen oder so Momente, wo ich mir denke, jetzt geht es mir seelisch schlecht. Natürlich manchmal, aber das ist nur so eine kurze andauernde Zeit und darüber kommt man hinweg. Aber jetzt nicht so, indem man in die Richtung, dass man in eine Depression verfällt. Und die ganze Nacht nicht schlafen kann. So etwas kam in mir in letzter Zeit nicht vor, obwohl ich es schon hatte. Und wenn wieder mal so eine Zeit kommt, wo ich mich einfach schlecht fühle, wegen keine Ahnung was, dann entweder mache ich Sport. Das ist sehr, sehr eine gute Art für mich, mit Problemen fertig zu werden, beziehungsweise einen klaren Kopf zu bekommen, mal frei zu denken, über ganzen Sachen nachzudenken. Ich kann das einfach nicht in sich in eine Ecke setzen und dann eine Stunde lang über irgendwelche Sachen philosophieren. Das ist nicht so mein Stil. Ich mache dabei lieber was und ja, bin produktiv noch dazu. Das Beste ist, wenn man angepisst ist, so richtig aggro drauf, dann trainieren gehen, dann geht gescheit was weiter. Also das mache ich recht gern, ich habe manchmal so Tage, wo ich richtig angepisst bin, weil ich aber mega viel Stress hatte und irgendwelche Leute mir auf den Sack gingen. Und dann gehe ich einfach ins Studio und hau mir da 20 Kilo mehr rein. Nee, das ist. Aber es ist einfach eine Art, Aggression abzubauen, da ich sowieso Probleme damit hatte, so in die Richtung. Wenn es mir dann doch mal seelisch wirklich schlecht geht und ich ein Problem habe, dann fahre ich entweder zu meinem besten Freund, rede mit dem drüber und wir philosophieren stundenlang herum und im Nachhinein komme ich wahrscheinlich drauf, dass es eigentlich sinnlos war, warum ich mich schlecht gefühlt hatte. Oder ich fahre zu einer Freundin oder so. Kommt eben darauf an, welches Problem es gibt oder wie ich das Problem lösen möchte. Entweder mit Reden, mit Dingen oder manche lösen ihre Probleme mit Alkohol. Also das gibt's auch, aber der Typ bin ich nicht so. Ich trinke ja nichts. Aber ja, es gibt unterschiedliche Typen und jeder hat seinen eigenen Weg. Meiner ist halt Sport, wie so vieles. bin halt sehr sportbegeistert, wie ihr von meinem letzten Video wahrscheinlich mitbekommen habt. Aber ja, es gibt auch noch die Möglichkeit für mich, zu meiner Schwester zu gehen. Ich habe eine Zwillingsschwester und sie ist immer für mich da, wenn es mir schlecht geht. Aber sie macht mir jeden Tag was zu essen und sie ist einfach mein Liebling, wisst ihr. Ich könnte mir keine bessere Schwester vorstellen. Sie ist einfach die beste Schwester der Welt. ja. Das war's heute von mir. Ich hoffe, ja, es hat euch irgendwie weitergeholfen. Um es ein bisschen zusammenzufassen, alles, was ich mache, um Tiefphasen, Depressionen, schlechte Ereignisse oder so zu verarbeiten, ist Sport, Aggression rauszulassen, einfach Aggression rauszulassen, egal wie. Aber ich lasse es nicht in mich reinfressen, wisst ihr, das habe ich früher gemacht und ich habe es dann an mir selbst ausgelassen und das ist nicht gut. Und deshalb habe ich gelernt, die Probleme an den Sack zu packen und sie wegzuschmeißen, beziehungsweise sie zu verarbeiten. Ja, das war's heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Wir sehen uns nächste Woche.